Was geht, Leute? Wir gehen heute auf Elf Frauen versus Simon Desue. Alle, die im Chat sind, einmal W rein, W rein. Leon Mascher war tot, auf einmal lebt er wieder. Ich weiß nicht, was da passiert. Ihr guckt euch das nicht so an, weil ich glaube nicht, dass ihr das so gefunden hättet. Aber durch mich findet ihr das und wir gehen zusammen in das Ding rein. Wisst ihr noch, wir hatten damals eine Verlosung gehabt, ich weiß noch ganz genau. Und man konnte richtig viel gewinnen. PlayStation 4, Nintendo Switch, also alles, was das Herz eines 14-Jährigen begehrt. So kam nichts, es kam einfach nichts dann. Wir haben wirklich professionell die Leute geflaxt. Aber ja, lass reingehen, uns das Ganze mal anschauen. Wir haben eine Reihe von Frauen besorgt, die sich mit Simon... Das ist ja auch Scammer, der lebt jetzt in Dubai oder so. Der ist auch besonders bei einer Reality-Show dabei. Ganz tot Reality-Show, irgendwas mit Dubai und so. Im Desue ein Date wünschen. So? Welche Zuckerschnecke wird er wählen? Du bist jetzt hier, Christian, vor dem Video? Ja. Komm her. Der kennt... Oh mein Gott. Aber er hat doch eine Freundin, oder nicht? Oder er hatte eine, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der hatte eine Freundin, ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich denke schon. Hat er sich für die Dame entschieden, doch bei Nex kann sie gleich wieder nach Hause gehen. Wenn du keinen Bock hast, dass ich hier bin, dann verschwinde ich wieder. Hast immer noch Angst, solltest du auch. Ruhe! Die sind die Lachs und so, ich weiß nicht. Weil die Lachs sind so weit, ich passe auf. Aber ich sag schon mal, die sind die Lachs und so, das sage ich nur. Mehr muss ich nicht sagen, das reicht erstmal. Gespannt, schnappt euch Popcorn und viel Spaß bei Nex Off! Ich muss eine Kombi. Fresh, kenn ich nicht, Joker, Tululu, Salim, Montari, das ist ein Bruder oder was? Keine Ahnung. Fast eine Konstellation, einfach vier Schwarze hingeklatscht. Sein Desue, Leon Mascher, der Scammer und ein NPC, der beste Freund von einem von denen ist. So ist es safe. Nex! Okay. Next of Flex. Wie soll das heißen? Next of Flex. Jo, was geht ab, Leute? Leon Mascher am Start. Herzlich willkommen bei dem besten Format auf ganz YouTube Deutschland. Einfach mal die Runde hier vorstellen. Was geht ab? Ich bin Sharif Montari. Wer ist denn, Bruder? Salim Montari. Fresh Prince of Hamburg. Joga Tululu, aka the Fresh Prince of YouTube. Er ist Prince von Hamburg, aka Prince von YouTube, Bruder. Wenn, aber nicht so fresh. Das war auf jeden Fall nicht lustig. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt, es kommt sogar ein bisschen cool, jetzt mal ein bisschen lustig, aber vor Ort, hinter der Kamera, da ist ja nicht immer diese Musik und so, da ist es richtig tot und unlustig. Aber natürlich die schwarzen Puschen, ich würde, wer schnarchelt, auch safe gelacht. Deswegen sage ich, der ist einfach der beste Freund von jemandem, da und Dings. So. Er weiß Bescheid, warum mein Band Fresh ist hier am Start. Wir sind bei Tanzverbot hier. Double Peace. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, einfach direkt anfangen. Ich glaube, der Mascher ist auch einfach wieder gespawnt, ne? Ich weiß nicht, wo der war. Aber auf einmal, ich sehe den wieder in den Trends mit seinem Video. Ich check's gar nicht. Oh, hallo. Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Du Basketball, was? Das für dich. Okay. Und ich werde... Oh, hier. Oh, hier. Das ist egal, Falka, komm mit. Das ist nervös. Frau. Okay, bitte, was? Ja. Ich werde... Der ist richtig komisch. Du kannst mir keinen Korb geben. Vielleicht will ich doch gar keinen geben. Oh! Nein, das war nicht cool. Das war nicht cool. Das war weit entfernt von cool. Die machen O. Nur er macht O. Nur Leon Mascher macht O. Und der Rest tut die Seite auf auch O. Und so. Aber es war nicht wirklich. Ich weiß doch schon diese. Und du bist wer? Maris. Okay, wie alt bist du? 24. Und du? Oh, stell mir mal die Frage. 24. Und vom Gesicht, die sieht aus wie 40. Nicht 40, sorry, war das weit schnell. So 30, so 29, 30. Sieht so älter aus irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die Style ist auch so 30-jährigen Style. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich glaube, ich check mal schon, aber das ist nicht dieser, was man so erwartet von einer 23-jährigen. Hey, Dame, Bruder. Geh mal raus. Du lügst. Würde ich lügen über mein Alter? Hallo? Wenn es um junge, hübsche Frauen geht? Never. Er ist wirklich gleich geblieben. Er ist nicht älter geworden irgendwie. Ich habe den mit 13 geguckt. Also, die redet immer noch so, als würde er mit 13-jährigen Followern reden. Nicht. Aber aus Prinzip darfst du mich hängen lassen, weißt du? Das war nicht korrekt. Ja. Weißt du, ne? Oh ja. Ich hab ja auch keinen Korb bekommen von dir. Nee, würdest du auch nicht. Um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Was hältst du von Gangbangs? Guck, auch diese Fragen. Das sind so, als wir das mit 13 gehört haben, wir dachten, oh mein Gott, Gangbang, oh mein Gott. Ich frag mich, wie diese Konstellation entstanden ist. Wie das alles passiert ist. Weil es ist ja nicht so, dass sie danach dran sind oder so. Sondern... Die sind da, um Kommentare abzugeben oder... Ich weiß nicht. Komische Konstellation. Ich weiß nicht, wie die entstanden ist.
direkt an uns gesagt. Hatte ich noch nie. Noch nie, okay. Nein. Also bist du eher so Wifey-Material? Vielleicht. Er redet wie sein Kind. Nein, der erinnert mich an meinen Bruder Huang. Der Chingling aus meinen YouTube-Videos, den kennt ihr bestimmt. Der redet auch so. Hast du schon mal ein Gangbang? Nein. Der will einfach Nein sagen. Der sagt extra dieses Nein, damit man denkt, er hatte, obwohl er es nicht hatte. Weißt du, aber damit er so tun kann, als hätte er schon Nein gesagt. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann es so schlecht erklären. Aber genau das ist es. Also ganz gut. Nein, sowas will ich doch nicht haben. Okay, das Problem ist, ich habe tatsächlich den Namen vergessen. Mal. Aber ich denke, von weit können die schon zusammenarbeiten. Von weit können die. Ist sie von weit? Gar nicht. Ich bin gar nicht. Jetzt sieht die wieder. Die sieht so alt aus. Check mal, was ich meine. Sieht nicht wie 23 aus. Ich werde mir deinen Namen immer merken. Irgendwie sieht die wie 23 aus. Wenn sie so lächelt. Aber sonst. Nadine, es war mir eine Ehre. Übertreib mal nicht. Gib mir mal so eine Rose. Ich brauch eigentlich drei. Ah, es sind ja gar keine Dornen dran. Aber ich merke gerade echt. Als Mann darf man ja gar nicht so tun, als ob die Interesse besteht, oder? Doch. Echt? Doch, ich finde das süß. Findest du mich süß, oder was? So ein bisschen lustig. Dafür kriegst du für mich natürlich hier flexmäßig alle Rosen, die ich habe. Dankeschön. Kriegst den Korb. Er hat dir jetzt Korb gegeben? Wie? Au! Kannst du ein bisschen üben. Krieg ich abends noch hin. Wir hatten ihn gedribbelt. Das ist Korb und wir sehen uns nie wieder. Okay. Aber ich bin sprachlos einfach. Ich hab nichts dazu zu sagen. Es war einfach cringe für mich. Also, war das ganz komisch. Das ist noch Sam Desio, so ein komischer. Ich weiß nicht. Na, hübscher? Oh, hi. Willkommen erstmal oh, hier. Wow. Ah, Bruder, direkt hier. Sie ist Polizistin oder sowas. Hey. Hey, I like that. Na, gefällt euch das, wenn ihr das gewinnt? Oh, shit. Ihr seht wieder Gewinnspiel. Er fängt wieder mit Gewinnspielen an. Und ihr wisst, was er vor ein paar Jahren gemacht hat. Er hat Fake-Gewinnspiel gemacht. Jetzt will er wieder ein Gewinnspiel machen. Ich sag euch, aufpassen. Schreibt nicht in die Kommentare. Liked auch nicht, abonniert nicht wegen Fake-Gewinnspiel. Alles Fake. Pass auf, mach das nicht. Weil der ist ein Lügner. Wer einmal lügt in der Öffentlichkeit, mit dem, wer 14-Jährige anlügt, in der Öffentlichkeit, mit ApoRed, der heute Scams bewirbt, der sollte sowas nicht liken, kommentieren, nicht interagieren mit solchen Gewinnspielen. Tot. Ben, ich habe noch eine Überraschung für dich. Schatz, komm mal her. Ja! Zwei zum Preis von einem. Was ist los? Wow, okay. Keine nein. Sorge, mein dickes Baguette gewöhnst du dich noch. Ich meine nicht das. Ich meine natürlich das. Er ruft mal direkt eine Polizei. Hä? Wie cringe. An mein dickes Gebäck gewöhnst du dich noch? Und dann, was macht er? An mein dickes Baguette gewöhnst du dich noch? Ich meine natürlich das hier. Was redet er? Das geht gar nicht. Also, nein. Nein, Digga. Eine Richtung, die ich nicht erwartet habe, aber. Du gewöhnst dich dran, gewöhnen sich alle doch dran. Deswegen ist sie wieder ein Schokobaby. Und er denkt sich so, okay. Warum ist die Kamera, guck mal, Leon Mascher, warum ist die Kamera hier so chöp? Ja, das ist so komisch. Bei euch sieht es sogar noch besser aus, wenn ich sehe gerade, wie es bei euch aussieht. Bei euch sieht es besser aus. Ihr könnt euch schon mal schön Kamera holen. Okay, und ihr seid wer? Ich bin Alex. Ich bin Sina. Und euch gibt es nur einen Doppelpack oder darf man auch splitten? Wow, komm, wir fangen. Wenn du eine passende Partnerin als Tausch hast, können wir gerne tauschen. Wieso? Oder nein. Ist das tot? Der ist Finanzberater oder so. Der sieht wie ein Finanzberater aus. Also warte. Okay. Finanzberater in Frankfurt seit 2-3 Jahren. Verdient der richtig gut. Der wurde befördert vor 2-3 Jahren. So sieht der aus. Und jetzt macht er hier mit, weil er einen so einen Neffen oder so hat, der Leon Mascher kennt. Und hat sich gedacht, ja, ich mach mal mit für dich und so. Und dann hat er den Spruch mitbekommen von dem Ding. Die Monogamie geschaffen. Wir sind die Rasenspringer. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt eine Frau finde heute, beispielsweise, und ich finde noch eine, zwei oder drei. Easy, umso mehr, desto besser. Mhm, finde ich auch. Ich glaube, der ist so einer, der will nur zugucken. Ja, damit ich einfach schon, dafür kriegt man hier einen Handschlag. Dafür kriegst du. Ja. Ja, damit bin ich auch einverstanden. Er will nur zugucken. Findest du auch? Klar. Oder sagst du nur das, was er sagt? Nein, das ist meine eigene Meinung.
krieg was dicken hier, oder? Okay. Sein Trip ist tot. Was hat der da an? Oh, machen wir hier direkt. Hier, komm ich aber auch erstmal da raus, oder ist das komplett, wie läuft das ab? Ey, das war's. Oh, shit, zum Glück bin ich hier, Digga. Der ist Single, ja. Guck mal, wollte ich damals auch immer, kann es auch immer noch Baba stylen, aber er hat ein Baseball-Shirt, dann hat er eine Anzugshose und dann Jones, komplett weiße Jones, ist ein guter Fit, gute Kleidung. Das Einzige, die Bags, ein bisschen gut, kannst du, verlust die, wenn du sie riechst, bist verlust diese. Weird-Bag, Seiten für ein Videodreh kann man auch schon Seiten schneiden. Wäre cool. Das erinnert mich an einen gewissen. Ich sag's, wie soll ich das erklären, damit das die verstehen, die es verstehen sollen? Wie soll ich das erklären? Wenn er mit Girls redet, stottert er und der redet immer so: Junge. So redet er. Das ist eine gute Beschreibung. Wir wissen schon, wer das ist. Wer weiß, der weiß. Ja, komm. Ja, komm. Ja, okay, ja, Toilette. Oha, Digga. Und wie der steht, wie so ein 13-jähriges Kind. Es geht. Ich hab mich selber richtig erschrocken. Ich hab mich richtig erschrocken, komm, die gucken, die waren auch. Genauso war mein Blick in meinem Gedanken. Achso, das ist Maske. Simon, wie heißt du? Ich bin anonym. Okay, dann kannst du auch anonym nach Hause gehen. Ja, weil wenn du mich ohne Maske sehen willst, dann musst du mit mir auf ein Date gehen. Dann komme ich auch vielleicht nicht nur in deinen Albträumen vor. Okay. Boah, weiß ich. Dann hättest du auch nicht ein bisschen nettere Maske nehmen können, so, ne? Die finde ich gut schon. Ja. Okay, geil. Und gehst zu so einem Blind Date, zu so einem Speed Date, versuchst dich gut anzuziehen, aber da trägst du so eine Maske mit so einem toten Spruch. Diese Maske macht mir ehrlich Angst. Weg. Gut, wenn die Rose bekommt, war ich auch nicht. Dann hat er einfach nur Angst. Aber diese Maske ist ein bisschen, das ist einer zu viel. Falscher Zeitpunkt. Das könnt ihr zu Halloween machen vielleicht. Halloween-Thema. Dann könnt ihr das machen, aber hier, Bruder, das ist zu viel. Hobbys. Aber das passt schon direkt vom Weiten. Es ist ein bisschen schwierig, mit dir ins Gespräch zu kommen, beziehungsweise unter die Maske zu blicken. Ich wollte kurz stretchen. Mhm. Ich kann das nicht mehr. Was macht der da? Es geht gar nicht. Was ist das? Dieses einfach V-Pose. Stellt euch vor, wenn unter Maske eine Granate wäre. Eine richtige Granate. Aber was wenn nicht, Bruder? Da kann schon sein, dass da drunter ein bisschen süß ist. Ich weiß ja nicht so. Okay, Alter ist auch anonym, oder was? Ihre Körperhaltung ist so. Ja, steht nicht sexy da. Trägst du auch Maske, wenn man so ein bisschen. Boah, das Ding ist durch. Nein. Okay, gut. Man muss sagen, die steht da wirklich einen Schluck Wasser, Digga. Das ist so wirklich, Digga. Gesicht hört mich auch ein bisschen an gerade. Ist auch genau meins. Verstehe ich. Erste Wahl. Aber ein bisschen weird. Ja. Raus mit der. So komisch. Der Mann ist wirklich. Ich weiß, was mit dem ist. So ein Knacks, der ist irgendwie Jugend geblieben. Kennst du das wie im Club, dieses so, man weiß nicht, wie man schießt. Okay, guck mal, jetzt sieht dich keiner, jetzt kannst du Maske abnehmen. Ja. Echt? Oh shit, ey, komm zurück. Ein Beruhigt. Ey, dreh nochmal, komm mal zurück. Ich wusste ja nicht, dass ihr sowas hier am Start habt. Okay, jetzt bin ich am Game, Alter. Oh. Ha, das ist ja direkt gehypt. Hi, alles gut? Ja, langes her. Ja, langes her. Ja, erklär doch mal, wer das ist. Ach so, weiß ich nicht. Stell dich vor. Achso, die kennen sich. Ich kenne deinen Namen natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Alles vergessen. Ich bin Emine. Ah, echt? Hätte ich gar nicht gewusst so. Komm, was haben wir? An ihren Händen sehe ich schon, sie hat schöne Füße. Ich hatte dasselbe irgendwie auch hier mein Gedanke. Echt? Wir sind damals. Warum redet? Ja, du warst, glaube ich, 17 und ich war 16. Und wir sind damals in die Hip-Hop-Schule gegangen, gemeinsam damals. Hip-Hop-Schule? Ah. Boah, er sieht's hier, Mann. Wie kennt sich? Ja. Nur ganz kurz, damit ihr es hört: Hip-Hop-Schule. Ja. Er hat früher gecrumpt, er hat das richtig gut gemacht. Das ist der wirklich. Das ist der wirklich gewesen. Der sieht wirklich so aus. Das ist der 100%. Ja. Oh. Wisst ihr nicht, ne? Ich habe ihn unterrichtet. Ja, ich weiß doch. Er hat das richtig gut gemacht. Hut ab für ihn. Ja, ich denke, du solltest mir vielleicht eine Chance geben, weil es gab mal so eine Story bei uns damals.
Echt? Ich glaube, ich habe es verdient, dass du mich vielleicht weiterlassen solltest. Was für eine Story. Sie hat verdient, dass er sie weiterlassen sollte. Wunderbar. Wo ist deine Hose? Du weißt schon, dass ich Ärger bekommen hatte wegen dir damals, weil ich mich immer mit dir mal, ja. Hallo. Ja, ich stand mal auf ihn halt. Ich stand auf dich. Mal? Früher? Ja. Nicht mehr? Doch, ein bisschen schon. Das ist wie so ein Kindergartengespräch, so ein 5. Klasse-Gespräch. Ja, ich stand mal auf dich, aber jetzt nicht mehr, aber ein bisschen schon. Dann kommen die zusammen und die reden nicht auf dem Schulhof. Die reden gar nicht, die kennen sich nicht, die laufen sich sogar, die laufen weg voneinander. So. Ein bisschen Stress mit Familie, weil ich dich mochte. Ach du Scheiße, Digga. Das sind immer so Storys, weißt du, man lädt, bist ja, man kriegt dich mit, man macht hier ein bisschen Shaker-Maker. Ja, dann entschuldige ich mich jetzt ein paar Jährchen später dafür, dass sie dir Stress gemacht haben. Ein paar OPs waren schon da. Nase gemacht, Zähne gemacht. Digga, direkt auf, guck mal, ihr geht auf Optik, Digga. Warum guckt ihr nicht mal auf Charakter? Ihr sollt Charakter sehen, Bruder. Also ich bin ein bisschen... Bist du überrascht? Ja. Habe ich mich verändert? Älter geworden. Die hat sich safe verändert. Die will die Bestätigung vorzeigen. Ich bin älter geworden, ja. Du bist auch jetzt TikTok-Star, habe ich gesehen, ne? Ja, du folgst mir ja. Ich wollte dich schon immer wieder sehen und ich habe sehr oft zugeguckt. Auch Dubai Nights habe ich mir auch reingezogen. Da ist mein Herz gefallen. Dubai Nights, das war das, wo der war. Dubai Nights, Touch Reality Show. Wochen, wo ich dich weinen gesehen habe. Oh! Fernsehshow, aber die Frage ist. Ich gucke das Dubai Nights nicht. Wer das guckt, verlorene Seele, sag ich. Sind die mentalen Bruder so, au, okay. Ich hoffe, die wird es wieder besser. Ein bisschen Uni, wegen Uni, es ging ja. Schade, eine Frage. Oder einmal nicht funktioniert, vorbei. Überleg nicht, guck mich hier an und sag's mir ins Gesicht. Sie macht das so, ich muss das auf einem. Sie sagt's auf den, guck nicht auf meinen Charakter, guck mein Aussehen, das sagt sie. Oh, shit. Noch ein bisschen fitness. Das war ich finde die gar nicht hübsch. Also ich weiß nicht, ich finde die nicht, das ist echt nicht mein Fall. Das ist nicht mein Team. Ja, komm, gib mal eine Rose her. Dann sagen wir noch, da machen wir mal Flex hier. Komm, gib mir mal eine Rose. Walla, sie ist die erste, die ich auch eine Rose gegeben hätte. Walla, die erste. Hier, der ist für dich. Nice, hast du Tattoos oder so am Arm? Mach mal so. Oha. Oh, Oberschenkel, zeig mal auf deinen Fuß direkt. Was mit dir, ja? Was mit dir, Füße? Zeig nochmal. So kurz Schuh zu machen. Oha, Digga, okay. Hätte ich nicht erwartet jetzt. So voll nervös, ist voll so weird auf dich. Das war, glaube ich, meine einzige Möglichkeit, vielleicht dich wiederzusehen. Cool, dass du da bist. Ich freue mich auch. Mir freut mich nicht, aber trotzdem. Vielleicht ein bisschen. Okay, hau ab jetzt. Tschüss. Mann, der Mann ist fast 30. Was macht er? Ist wirklich wie so ein 5-Klässler, 6-Klässler, der das erste Mal mit Chayas redet und so. Warum fickt er mich so, Digga? Ey Jungs, wollt ihr was zu trinken? Ich hab was zu ihr. Jungs, halt. Geh für Genergy. Geh für Genergy hier. Also das riecht schon mal sehr gut. Alter, das schmeckt. Oh, mein Schwede, Spruchsteiger. Bock ehrlich, ohne Spaß. Wer von euch hat schon mal Genergy getrunken? Zum reinzugehen. Was ich immer sehe, manche sagen, ist es gut, manche sagen tot. Ich habe noch nie ein sehr gut gehört, ich habe immer nur ein gut oder tot gehört. Nichts dazwischen. So, schreibt mal rein, wie es ist, wie es findet. Bin gespannt. Ich hab schon Bock auf diese Nachos, die da sind. Boah, die sehen so lecker aus. Die sind schon schmackes. Auf den. Aber das schmeckt ehrlich. Es schmeckt auf Ernst. Was geht ab? Na, hab Donuts mitgebracht. Donuts? Weil die sind ja so süß wie du. Okay, hab mich gefreut, Leute. Okay. Ciao. Guter Spruch. Weißt du, aber daran merkt man, Frauen können das nicht. Soll man anmerken, dass ich dich kenne? Woher? Wir sind Geschäftspartner, schon seit Jahren. Ah, diese Chefsekretärin im Film. Hä? Illegal bin ich nicht mehr. Ja, wie alt bin ich? 18? 19? Ja. Sei mal ehrlich, bewertet mal hier den Style von 1 bis 3. Oder toter Style. Richtig toter Style. Ich habe mir auch schon diesen Style angesehen. Natürlich, man kann es alles verbessern. Komplett objektiv, es liegt im Auge des Betrachters. Wenn du es geil findest, rock es. Wenn du dich damit zufrieden bist, rock es, tot, dumm und dämlich. Aber ich find's auch tot. Style bockt mich, Brian. Style bockt mich. Style. Im weißen Dings, Montclair, tote, fake. Bazaar-Gruppe, Bazaar-FFM-Gruppe hat die das geholt. Tote Tasche in Pink.
Ohne Sinn? Letztes Mal so, von wegen Dings. Sie gibt aktiv immer Gas, macht so, was war das? Ich habe sie in der Stadt gesehen, da hat sie Dings gemacht, Story gemacht. Die holt direkt raus, so bumm. Und ich war so, ich schwöre, es war gut, ernsthaft. Weißt du, wie die sich anzieht, wie diese drei damals 13-jährige Girls in meiner Schule in Frankfurt generell. Genauso haben die sich damals angezogen und das Gesicht ist noch von 13-jährigen in Frankfurt eigentlich aus. Stehen die von damals aus 2016 Girls genauso. Plus, sie kann sogar reden vor Kamera und so, ich schwör's euch. Und jetzt? Und jetzt? Ich kann bei ihr gar nicht weiter sagen, das geht gar nicht. Wenn ich ihr eine Rose gebe, dann ist das fast wie ein Date. Und das macht kaputt. Oder next, ich sag ehrlich, ich weiß nicht mehr. Okay, dann mach du wenigstens für mich, ich kann das nicht. Was soll ich machen? So, next. Also, mein Herz bricht, wenn ich das angucke. Next. Und wer ist jetzt next? Du. Ja, anscheinend ich, danke, tschüss. Hi. Hi. Na? Oh mein Gott. Ui. Okay. Ich muss aufpassen. Dann ziemlich von jeglichen Anmerkungen, die diese Typen jetzt hier sagen. Vor allem Ben Fresh, Joker und Salim. Ist dann ziemlich ganz klar von deren Kommentaren jetzt. Schon mal. Ich stehe nicht auf etwas breitere Frauen. Das kann ich dazu sagen. Okay. Ich sag nichts. Ich sag genauso wenig. Ich sag auch nichts. Hobbys. Oh, meine Hobbys sind aktuell, gehe ich gerne zum Sport. Ich bin so ein bisschen auf Abnehmtrip gerade. Sehr gut, das ist schon mal gut. Die ist nicht wie eine von denen, die sagt, man braucht es. Das ist schon mal gut, gesund. Du das runterkriegen. Warum? Ich war sehr übergewichtig. Nein, steht auch super size, ja? Schwester. Nein, ich habe jetzt eine Magenverkleinerung machen lassen in der Türkei. Klassiker und Türkei, geil. Auch für mich Haare und so, ja. Genau, und jetzt will ich ein bisschen in Shape kommen. Und du machst auch. Finde ich gut. Oder gut, zu meiner Hand, zu meiner Chat auf Insta. Wir gehen zusammen mit Jim. Ich gebe immer ein paar Übungen von mir, auch wenn ich nicht der krasse Jim bin. Aber riesen meine Masse jetzt. Ja, yeah. Cool, coole Frau. Cooler Eindruck. Die ist für mich die coolste bis jetzt. Schön wär's. Würde ich gerne. Klar, wenn du guckst, denkst du so, ja, Mann, der macht safe Bodybuilding, aber. Ich hätte gedacht, vielleicht so Basketball oder so. Ja, weil ich schwarz bin, ne? Nein! Wie alt bist du denn? 33. Und du? Auch. Du siehst jünger aus, finde ich. Sieht jünger aus, aber halt breitere Frauen sehen manchmal älter aus, so automatisch. Aber ich finde, sieht eigentlich jünger als 33 aus. 33 jetzt. Aber die ist selbstbewusstig, aber was sagen die? Ja, ich finde die auch cool. Wann hattest du denn das letzte Mal Sex? Boah, diese Fragen direkt, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, aber diese direkt fragen kann. Heute? Heute? Nein, Quatsch. Mit dir selbst, oder? Wenn das daily ist, so mache ich auch mein Links. Boah, der ist wie ein 13-Jähriger. Mann, was ist falsch mit dem? Und das habe ich wirklich mit 14, so, das ist mein 14-jähriges Ich, so habe ich geredet mit 14. Was ist falsch mit dir, Simon? Was ist falsch? Guck mal, klar, Digga, was für Linke alle. Junge, ich krieg Gänsehaut davon. Ich meine, ich krieg Gänsehaut. Benimm dich bitte. Hallo, Jungs. Was geht? Nee, kann mich nicht. Oder ich sage nichts dazu einfach. Das ist schon so lange her. Okay. Bei dir? Ja, bei mir ist auch ein bisschen her. Wie lange denn? Ja, ein paar Monate. Die ist ja voll selbstbewusst. Sie hat das Offenste von allen an. Und das willst du nicht mehr so haben? Nee, also wenn es nach mir geht, dann könnte man öfters. Ich finde die cool. Ich finde die coolste bis jetzt. Ich sag so, ich finde die im coolsten. So, kann man nichts sagen. Ja. Letzte Frage. Ja. Wie hoch ist dein Bodycount? Was sagt ihr, was sagt ihr? Diese Fragen, guck mal, ist das ein Format? Ja, man kann ein bisschen stechen. Aber der ist, glaube ich, der ist einfach, ich bin ein 14-Jähriger, das ist unglaublich. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Freundeskreis wird der nicht überleben, wenn du das so benimmst. Was sagt die Bodycount? Ich glaube, ihr Bodycount ist sehr hoch. Die soll es einfach nicht beantworten. Oh shit, ich kriege einen Anruf von Georg, dem Allerech. Hallo, ich bin live. Say hello to the Livestream. Ey, du Hinter, bist du. Ja, was ist los? Ist das relevant? Mäßig, weil dann weiß man, ob Erfahrung da ist oder nicht. Die habe ich. Die hast du? Ja. Sicher? Mhm. Dann ist es nicht relevant. Und du? Ist das relevant? Ja. Wow, psychological mix. Moment mal ganz kurz. Ey, was sagt ihr? Werdet ihr die nehmen oder nicht? Ja, komm, er wird sie nehmen. Ja, er nimmt sie auch. Auf. Weil wenn nicht, nein, natürlich nicht. Simon, warum bist du so komisch? Simon, Mann, bitte. Simon, bitte benimm dich. Warum bist du so komisch, Mann? Das geht gar nicht.
Nee, ab und zu ein bisschen Crack, Ecstasy, so also ein bisschen Heroin. Ja. Auf Chiller. Auf Chiller. Ich bin übrigens gelernte Pflegefachkraft, also ich könnte dir sonst auch einen Schuss setzen, kein Problem, professionell. Bruder, in welche Richtung bewegt sich das gerade hier, Bruder? Geil. Hast du ein bisschen Heroin da, oder? Leider nicht. So kurz mal nebenbei, sagst du, so. Heute noch, oder? Ja, gleich, ne? Gleich, jetzt direkt? Ja, also bin ich weiter, oder wie? Selbstverständlich, gib mir hier einen Dings, das sag ich doch direkt. Ja, schütt die auch. Schütt die cool. Olla, guck mal, Bruder, das knistert, guck mal. This one for you. Achso, und kannst du gut küssen? Nein. Nein, natürlich nicht. Aber sie ist dominant auf jeden Fall, sie hat so, weißt du? Ja, sie hat auch nicht losgelassen. Genau, das ist. Willst du jetzt hier küssen vor dem Video? Ja. Echt? Ja. Okay. Wie, okay. Komm her. Ja? Oh, scheiße, da hier auch. Oh mein Gott, Walla, Junge, ich hätte ihn aufessen. Ich wollte ihn aufessen, Walla. Oh mein Gott. Wie, okay. Komm her. Ja? Oh, scheiße, da hier. Oh, shit, du wolltest ihn aufessen. Oh, Mann. Zeit, Alter. Okay. Wie, okay. Komm her. Ja? Scheiße, da hier auch. Die wollte ihm gerade einen Kuss geben, einfach direkt. Ich bin nervös. No. Hallo. Moin. Hallo. Hallo. Was soll denn das sein? Geht's dir? Mir geht's sehr gut. Ja? Mir ist auch. Was geht ab? Ich bin ja der reinste Tiger. Ja? Ich bin Sternzeichen Löwe, ist fast das Gleiche. Ich auch. Echt? Welche... Wann geboren? 18.08.62, komm in mein Alter. 62, aber hast Erfahrung, ja. Genau. Das Ding, ich hab gerade angefangen als Spaß, aber irgendwie bockt mich das gerade. Was sind denn deine Hobbys? Ich hab viele Hobbys. Ich frag mich nur, wie man als so eine 60-Jährige dazu kommen kann, da mitzumachen. Also nicht mal böse gemeint, wie kommt dieser Kontakt zustande? Wie entsteht sowas, dass man jetzt in so einem Video dabei ist. Ich meine es ernst, ich finde es sogar cool, dass sie da ist. Jetzt nicht bei so einem Format unbedingt, aber ich finde es cool. Ich frage mich, wie der Kontakt entstanden ist, dass sie da ist. Das ist für mich ganz wild. Ich würde es nie nachvollziehen können und ich frage mich das wirklich. Was magst du denn bei Männern am meisten? Das ist mein Geheimnis. Sie ist voll süß, die Oma. Süße Oma. Okay, magst du? Süße Oma. Süße Oma, sagt er. Dieser Trip. Also guck mal, der Drip von ihr ist nicht viel schlechter als sein Drip. Das ist ein bisschen bodenlos, aber zu ihrer Zeit war das bestimmt was Cooles. Deswegen finde ich ihren Drip, ehrlich gesagt, fast besser als sein. Er sieht auch wie ein Kind aus. Muskel? Auch, aber nicht so viel. So perfekt wie bei mir, so Muskel, aber nicht zu viel. Naja, ein bisschen... Mehr könnte schon sein. Oh, Schatzfeier. Okay, jetzt mal ehrlich, Schnuckelchen. Würdest du sagen, Simon Desio ist ein richtiger Mann? Ich kann auch aufpassen auf dich, das ist gut. Na, ein halber Mann. Oh mein Gott. Sag einfach halber Mann. Sag einfach halber Mann. Ich wäre doch gern für einen Mann, wenn du möchtest. Also ich werde so... Ich tue mein Bestes, ich weiß nicht. So, meine Lieben, wir spielen jetzt Titanic. Einmal bitte in Position gehen, danke. Versuch... Ja, na, also Bruder, so Aktivitäten hat er bis jetzt keine gehabt, Bruder. Er genießt aber auch ein bisschen, er genießt. Kannst du ein bisschen deine Arme runter machen? Ein bisschen runtersliden an meinen Körper. Und du musst auch meine Hüfte halten, das machen die Fans so. Eigentlich geht das doch andersrum, oder nicht? Eigentlich schon. Boah, Jungs. Und? Was fühlst du, Simon? Also. Gut, jetzt noch einmal bitte andersherum. Was fühlst du jetzt? Haltet euch ganz fest. Wenn ihr das jetzt auf TikTok seht, den Clip, haltet euch ganz fest, haltet das Handy fest. Weil jetzt kommt was, was zu cringe ist. Haltet euer Handy wirklich fest und swipet nicht. Weil das wird jetzt schlimm. Echt? Yeah! Wie nah darf ich denn kommen, ohne dass es jetzt irgendwie so heiß so... Was genau meinst du mit kommen? Wie nah darf ich jetzt kommen? Ich sag, Mann, haltet euer Handy fest. Oh Mann. Bruder, der ist da Fuhle, der Kind. Der kommt sofort. Bruder, kommt sofort. Geht da so nah ran mit. Komische Weiß, gefällt mir gar nicht. Bruder, warte kurz, Digga. Moment mal. Wenn das nicht so auffällig wird jetzt hier. Mann, ich krieg so, ey. Ich find's so komisch. Das ist so komisch. Digga, das geht. Gar nicht. Nein. Genau, du musst halten jetzt. Bis am Ende der Welt möchte ich mit dir fliegen. Oh, echt?
Ja, klar. Wir können es ja mal versuchen. Mit dir fliege ich überall hin, ganz egal. Aber ich mag, dass du auf mich hörst. Genau, ich auch. Simon beißt auf seine Lippen, Bruder. Der schiebt gerade schon ein bisschen. Wie ist dein Insta, damit ich dich nicht verliere? Dein IG. Ich kenne mich überhaupt nicht damit aus. Hat er gerade nach Insta gefragt, Digga. Ja. Nutzt du Tinder? Habe ich einmal genommen. Aber die Männer kannst du alle vergessen. Die schreiben dich an und dann kriegen sie Panik, genau. Ja, aber dafür bin ich gestern. Rose, Rose, ich liebe Rosen. Ja, guck mal, da wurde mir doch in die Hand gedrückt. Nur für dich. Dankeschön. Ich gönne dir die Rosen. Ich könnte dich knutschen. Mach einfach, Mann. Aber auch zurück, bitte, ja? Doppel. Oh. Simon Dessiu ist so ein komischer. Simon Dessiu ist so ein komischer. Ich weiß nicht, was mit dem abgeht, aber der ist richtig komisch. Das nächste Level. Ladies, macht euch bereit für ein exklusives Date mit eurem Traumprinzen. Hola. Hallo. Ah, auf den haben wir es noch nicht gesehen, ne? Ich hab dir was mitgebracht. Der sieht aus wie die vom Anfang. Ja, das ist die. Einfach Zwillinge, Bruder. Als Nachtisch. Weißt du, was das für ein Tier ist? Nee. Das ist ein Einhorn. Magst du Einhörner? Ja, das sind meine Lieblingstiere. Ich habe auch ein Einhorn. Wir haben das jetzt so 18 Minuten geguckt. Sag mir bitte, dass er nicht komisch ist und sich nicht mehr ein 13-jähriges Kind fällt, das gerade 5., 6. Klasse, 7. Klasse gekommen ist und mit Girls, die sind neu für den. Sag mir das bitte. Bestätigt mir, dass es er nicht so ist. Aber man merkt, hier steht auch Schokolade auf jeden Fall. Zeig mal. Oh mein Gott. Ach so. Oh. Willst du meinen Horn auch? Hm? Willst du meinen Horn auch? Hast du einen Horn? Ja. Timing. Oh. War das sexy? Schon. Herr Marcus dominiert sie da, ne? Schon ein bisschen, Digga, schon ein bisschen. Wann war dein letzter Freund? Wann hast du den? Januar. Wow. Ja. Wie lange wart ihr? 3,5 Jahre. 3,5 Jahre zusammen und dann hier in dem Formatler. War das cool? Cool. Hey. War schwarz. Und er guckt das einfach zu, Bruder. Darf man wissen, warum? Ja, weil ich nach Florida gehe. Wie lange? Ein Jahr. Wieso ich denn nach Florida kommst? Viel zu weit. Ja, wieso? Also könnte es ja noch sein, dass sie ihn noch liebt, weil sie nach Florida... Ach, ich hab die Strategie. Guck mal, sie geht nach Florida, weil in Florida sind viele Blacks. Das sind viele Blacks. Und dadurch ist da viele Blacks, sind viele schwarze Blackies. Sich entschieden, guck mal, ich mache jetzt Schluss, Fernbeziehung will ich nicht. Aber im Hintergedanken hatte sie eigentlich, dass da sehr viele Blacks sind. Sie hat gut, also sie hatte andere Ziele mit diesem, also sie hat was andere Intentionen mit dieser Trennung. Auf jeden Fall. Schön, warst du schon mal in Florida? Na klar, ich habe in Miami gelebt. Miami? Ich habe gehört, das ist richtig gefährlich da. Ja, eigentlich schon, aber weißt du, ich kenne da nichts. Ich shoote einfach. Das ist so mein Ding. Aber die ist schon so lieb, ruhig, ja, ne? Aber was denkt ihr, Digga, für Simon? Eher so ein bisschen aktiver oder lieber ruhig? Auch aktiver. Erklär das mal, ich rapp die weg, die Leute. Richtig krass. Denkt sich halt in der Fresse. Die denkt sich gerade, was mache ich hier? Was für. Die denkt sich, mit welchen 40 rede ich gerade? Genau das denkt die sich. Ich kann ja auch Schiss, wenn du willst. Ja. Magst du Schiss werden? Ja. Ja? Ja. Wie viele Dates hast du denn überhaupt? Insgesamt? Der gefurzt. Was hast du denn überhaupt? Insgesamt? Die Kamera hat einfach gefurzt. GG's, W's an den Kameramann. W's an den Kameramann. Aber was ich sagen wollte, eigentlich ist sie die hübscheste von allen, aber die ist irgendwie die älteste. Also die ist richtig, sieht richtig alt aus irgendwie. Ich weiß nicht, aber ich wüsste, wie viele Dates hast du in den letzten 2 Monaten? Ich glaube schon so 2 oder 3. Boah. Hm. Und du? Okay, heute allein für 4, oder? Aber es zählt da nicht. Ach so. Unser Date zählt nicht? Mein Gott. Wenn du willst, dass es zählt? Ich finde schon, dass das zählt. Ich bin auch, dass es zählt. Hm. Genauso wie du es zählst für mich in meinem Leben. Oh mein Gott. Ich schäme mich, weil er so tot ist. Tote Sprüche, alles tot. Oh Mann, ich krieg Cringe davon. Bringen wir diese Schokolade-Lolli so drin. Heiraten wir jetzt oder wie läuft das ab? Hast du einen Ring? Nee. Ja. Wird wohl nichts mit heiraten. Vielleicht will ich es auch gar nicht. Ja, vielleicht will ich es ja auch nicht. Ja, dann bleiben wir halt kurz davor irgendwo. Auch cool. Okay.
Was im Auge. Ist das ein Trick gerade? Kannst du die ganze Zeit so, dann nimmt, dann guck mal rein. Also, oh. Ja, küssen wir jetzt ein bisschen viel, ne? Oder? Ja, klar. Selbstverständlich. Doch nicht vor Kamera. Das macht man doch nicht. Nee, aber danach, oder? Nein. Das ist so komisch. Das ist so komisch. Ich bin ein sehr kleines Kind, ohne Spaß. Okay, oder? So, nee, gar nicht. So, sowas machen wir nicht. Nicht, nicht vor der Heirat. Nee. Boah, bringt gar nichts, Zeit. Bruder. Ja, war dann auch dann doch nett bis jetzt. Gib mir mal ihr Korb zurück, bitte. Das heißt, bei dir geht gar nichts vor der Hochzeit? Nee. Ernsthaft? Oh, auf Ernst, oder? Guck mal, wie sich die Gesellschaft geändert hat. Früher war es das Mindeste. Bis nach der Hochzeit. Jetzt ist es ein Oha. Weitermachen und sagen, kein Problem. Ja, da wirst du schon ein bisschen notgeil und sagst, so lange kann ich nicht warten. Ey, meinte sie, die meint das ernst, Bruder? Sie hat doch 3 Jahre rein. Freund, wie hat er das 3 Jahre ausgehalten? Ich, ich kann sehr lange warten, aber hab keine Kraft. Ey, ist für mich wie ein Kind. Er sitzt doch wie ein Kind mit seinen Fingern. Guck mal, seine Fingerposition. Was? Ihr seht es gar nicht. Ich zeig dir, es geht gar nicht. Oder was ist das? Der sitzt da so wie so ein 14-Jähriger mit seiner Hand da. Richtig komisch. Ich finde den so komisch. Wirklich. Ich finde es unglaublich komisch. Keine Kraft. Mehr. Keine Kraft. Dass man da auch seid, da muss ich dann doch, glaube ich, sagen. Was ist mit unseren Kindern? Ich habe schon Namen. Was denn für welche? Warte, wie heißen die jetzt? Wenn sie jetzt richtig schwarzen Namen nimmt, ne? Jeremy. Tyrone. Wenn ich jetzt gehen muss, dann wirst du nie erfahren, wie unsere Kinder heißen. Dann muss ich sagen, diese toxische, das habe ich alle schon durch. Ja! Dann kann ich das nicht nochmal machen. Deswegen, sorry, aber... Das ist so gut. Ciao. Wow, er kriegt nicht mal Hand, Bruder. Ja, schön, dass wir uns wieder treffen. Ach, diese Leute, diese zwei finde ich richtig komisch. Ey, ich weiß nicht, die wurde gezwungen. Die hat gesagt, alleine nix so komm mit, sonst sind wir keine Freunde mehr. Der ist in der Friendzone. Der macht jetzt ein bisschen, was die macht. Zoe 101. Zoe 101, das ist der mit Locken und das ist Zoe. Und der rennt die ganze Zeit hinterher und macht alles mit. Genau so ist die Konstellation. Ich hab da mitgebracht, ne? Was zum Lutschen? Ja, lass dich von der Größe nicht beeindrucken, ne? Ah, da kenne ich nichts. Ist auch gut, was groß zu haben, weißt du, weil bei mir ist das Ganze auch ein bisschen anders, ne? Da kommen meine asiatischen Gene raus, so. Deswegen haben wir den Großen genommen, damit das nicht... Großen Lolli wollten was andeuten. Kriegen wir mal so... Ich find's richtig komisch. Ich find's auch gar nicht lustig. Ich weiß nicht. Mäßig Größe, so. Wo wirst du dich einschätzen? Da reicht der Lolli nicht. Das kann ich bestätigen. Als Frau, was ist die perfekte Größe? Du musst zeigen, nicht zu sagen. Dreh ihn einfach rum, dann weißt du es. Ja, reicht nicht, hast du ja schon gesagt. Ist das in Ordnung? Das? Bis da? Nee, von hier. Ja, das passt. Es passt. Ah, passt. Was, passt ja, natürlich passt das. Nur mal so Spaß beiseite, ne? Ihr beide habt echt krasse Augen, Mann. Ja, danke. Dito. Danke, gleichfalls. Das hab ich mir auch gedacht, wirklich, dass die richtig proper Augen haben. Oder die sind Geschwister, das kann auch sein. Und sie haben die gleiche Dings. Ja, das kann sein. Die arbeitet beide Büro. Nein, da Finanzberater und die ist die erste Sekretärin oder so. Nicht Sekretärin. So ein gehobenerer Job. Mir fällt gerade kein guter Job ein, aber der Finanzberater auf jeden Fall. Und die ist so Managerin, die managt die Leute. Ja. Und dem Vater gehört dieses Finanzberaterunternehmen. Du hast eine dankbare Hautfarbe, also ein Kakaotraumtyp hier. Ah, magst du Kakao, oder? Kann man hier mal sagen, wo ich mehr am Flirten bin mit Ihnen als mit ihr? Natürlich, aber ist das leicht. Kann sowas auch mal von dir kommen, weil sonst werde ich dir, glaube ich, mit Ihnen nach Hause gehen. Aber glaubt ihr, die gehen in so dicht? Das ist ja 100%, Bruder. Nein, Jungs, werdet ihr mitgehen mit Handschellen und so? Ja, er ist der aktive Part von uns beiden. Alter! Digga, es geht in die falsche Richtung. Geht absolut in die falsche Richtung. Der klärt ich einfach ein Boy. Also, ich hab nichts dagegen. Das sag ich nicht. Okay, ist für mich aber. Ich hab auch schon Bock auf Lutscher jetzt bekommen. Wenn ich mit Leuten, wenn ich die kennenlerne, zu wissen, was ist denn euer Bodycount? Das wollen wir nicht erzählen. Ja, tatsächlich weiß ich das gar nicht mehr. Ich hab mal irgendwann aufgehört zu zählen. Nee, ich denk mal so irgendwas bei 30. Oha! 30. 30 ist crazy, aber der ist auch schon älter.
25 bis 30 irgendwo dazwischen. Ja, wenn du singst. Ruhe! 30 nach Halber bin ich mal mit der Drops schon belutscht. Echt? Im wahrsten Sinne des Wortes, Bruder. Bei dir? Also 10. So eine Lüge, Alter. Sie meint am Tag. Aber jetzt wirklich, oder hast du die Hälfte gerade weggenommen? Nein, ich habe nicht die Hälfte weggenommen. Das ist das Ding, Frauen lügen mal so ein bisschen. Aber warum? Die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass sie lügt, Bruder. Sie hat keinen Grund zu lügen, Bruder. Ich habe noch nie eine Frau erlebt, die sich über Bodycount verloren. Er war jedes Mal dabei. Er hat mitgezählt. Immer. Du weißt nicht, wie Frauen rechnen, Bruder. Wenn der Mann zu früh kommt, zählt er zum Beispiel nicht. So ganz einfach. Bei mir ist eine glatte 1. Und das ist meine Hand. My best friend for life. Setz dich immer auf sie. Dem ist nicht zu helfen. Dem ist absolut nicht zu helfen. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Chill mit 12-Jährigen. Darauf nennt sie Taube. Boah, das wird nur so ein Ding bei uns beiden. Ja. Aber ja, genau. Ich glaube, er ist gay. Guck einmal zu. Zur Not haben wir noch 2, 3 Freundinnen. Echt? So wie das sich bewegt hat. Ich bin ein Notfall hier gerade. Was war der ungewöhnlichste Ort, an dem wir Liebe gemacht haben? Schuldach. Ich weiß nicht, was der, wie viel der moliert und so. Das ist schon richtig komisch. Ja, ich habe da jetzt nicht so viel Außergewöhnliches. Ah, du bist eigentlich ganz lieb. Ich bin eine ganz liebe. Ah, außen hart, aber in Wirklichkeit. Also, ein Auto vielleicht. Was halt. Das ist halt auch ein bisschen langweilig. Und du? Und du? Ist ein Bett. Ich bin doch ganz lieb. Im Bett fängst du an. Glauben wir dir nicht. Nein. Ich mache nur im Bett. Ihr seid mir ja, glaube ich, auch. Ein bisschen zu wild. Ein bisschen sogar zu wild. Ah, ich hätte nicht gekonnt. Okay, damit keine Leute denken im Internet, ich bin crazy, muss ich euch leider nexen. Oh, das ist ja was schade. Ja, was voll schade. Instagram Simon Dissi. Ja, der Schlingel, Digga. Nee, also das ist mir zu wild. Das feier ich auch gar nicht. Also bitte nicht bei mir melden danach. Nein. Ich weiß nicht, was du sagen soll. Ich finde den richtig cringe. Bitte einfach cringe, ich weiß nicht. Es zieht sich die ganze Zeit. Durch den ganzen Stream. Das ganze Video. Das ist einfach ganz schön 14-Jähriger benennen. So, jetzt geht bitte. Ich möchte euch nicht wiedersehen. Heute Abend schade, oder morgen. Schade, hätte ja klappen können. Sandwich wäre schon, ne? Mit ja? Nutella-Brot. So. Nutella-Brot? Nutella-Brot? Alles klar. Sag mir in die Mitte, Bruder. Das heißt vorne und hinten. Oh, nice. Ich hab uns. Döner mitgebracht. Geil, danke. Ich hätte jetzt auch Bock. Oh, ich hab auch jetzt richtig Bock auf den. Ich würde gleich KFC reinhauen. Gleich wird KFC reingehauen und weiter geschaut. Döner, gewonnen. Liebe geht durch den Magen. Oh, auch noch kalt. So lebe ich den doch. Geil. Boah, du siehst halt richtig siffig, eklig aus. Mhm. Ey, 100%, der nimmt die, Digga. Der nimmt die. Okay, damit das natürlich jetzt. Das finde ich cool zum Beispiel. Das finde ich cool. Ich finde die gar nicht hübsch, ey. Direkt lockerer wird. Wie hoch ist dein Bodycount? Null, ehrlich gesagt. Hä? Null Bodycount? Null, bist du Jungfrau? Mhm. Ich auch. Aber warte, weil es kurz geklärt ist. Wir hatten nichts, oder? Nein. Gut, damit das einmal noch mal, weißt du, so, mal ganz kurz. Ach, ey, mal, das ist mein Stück. Komm, gönn dir. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte das gar nicht. Hallo. Ich will das in dein Maul stecken. Ich steck dir gleich was anderes ins Maul. Fuß vielleicht. Ey, die meint Wickel vielleicht Fuß. Ich mag dieses toxische. Toxische. Dann esse ich das alleine. Also ich gehe mal davon aus, dass es auch trotzdem für meinen Freund gab, richtig? Natürlich. Digga, Plot Twist ist einfach ein Mann. Oh mein Gott, das habe ich auch gesagt. Ich sag doch, wir sind ja ein Mann. Joker, oder? Ja, das habe ich genau dasselbe mich gesagt. Ich hab auch gesagt, die könnte ein Mann sein, gib mir so Vibes. Ich dachte, ich bin komisch, aber wirklich, das habe ich die ganze Zeit schon gedacht. Wie oft hast du sein Handy angeguckt, was er da schreibt? Also, ich habe das ehrlich gesagt immer heimlich gemacht. Ja, natürlich. Bin ich ehrlich so? Ich mache das schon oft, ja. Wenn ich ein Gefühl habe, ich bin misstrauisch, irgendwas stimmt da nicht vom Gefühl her, dann glaube ich meinem Gefühl und hake natürlich nach. Ne? Hier, Baby, nimm mein Handy sofort. Noch fast richtig? Oh, immer. Immer. Und dann bist du trotzdem mit ihm zusammengeblieben? Nee, da war. Finito. Hast du einen Freund und der hat sie noch mal reingelassen? Ich hatte 2 Beziehungen, ja. Wie lang? Eine ging 3 Jahre und eins. 2? Drei Jahre, Bruder. Hörst du das aus der Hörnung, Digga? In Deutschland sagen wir stattlich. Ich merke, du hast richtig Bock auf mich gerade.
Du, ich hab dich da vorhin hingerufen, dass du mit mir bitte neben mich hinsetzen sollst. Was? Du hast mir das Gefühl gegeben, dass du auf Distanz bist. Wie soll ich denn hier sitzen? Soll ich hier? Hey, was ist los? Weißt du, ich hab dir Anfang an gesagt, dass ich... Die Lara. Servus, Frankfurter, die Laras. Moinsen. Christian, wir machen dich so. Ich meine das voll ernst. Wir haben uns das letzte Mal vor 14 Jahren gesehen und du wusstest ganz genau, dass ich dich mag. Boah, sie will aus der Hose raus. Sie will richtig aus der Hose raus. The Made Gold, Digga. Oder der Arme, Digga. Sie weint. Lambo-Fahrer. Du warst auf einmal irgendwann verschwunden. Dann warst du in einer Beziehung. Und ich habe nur darauf gewartet, bis du Single bist. Gold, Digga, Gold, Digga, Gold, Digga. Gold, Digga. Ding, ding, ding. Plot, du bist dies Gold, Digga. Und ein Mann. Plot, du bist. An der Leine, Digga. Wow. Ihre Ex-Freunde gucken gerade aus. Ja. Durchhaltevermögen, Digga. Guck mal, wenn das die Wahrheit wäre. Stand sie auf Sam Desio so, ohne Gänsefüßen. Sie stand auf Sam Desio, während sie ihre Ex-Freunde hatte. Ich weiß, was man dazu sagen kann. Sagen kann. Ich lasse es mal so stehen. Habe ich auch. Und genau, deswegen bin ich auch wahrscheinlich auch, ist die Energie auch ein bisschen weg, weil du mir das Gefühl gegeben hast, dass du kein Interesse hast. Das ist Angst, Angst, Leute. Ich meine, wenn ich einen Mann rufe, da wird sich doch freiwillig zu mir hinsetzen. Du, nee, ich habe Angst. Ich glaube, sie hat diesen Dingsbein ein bisschen von deiner Ex-Freundin. Dann hast du halt Angst vor mir. Ex-Freundin, ja, ein bisschen doch. Ich weiß, schreib mal Sam, das ist Ex, damit ihr euch vorstellen könnt, wie die aussieht, falls ihr die nicht kennt. Hier. Die sehen, deswegen feiert der die, glaube ich. Die sehen sich schon ähnlich aus. Er sieht, so sieht die aus. Und das ist schon relativ. Okay, boah, da sieht die ein bisschen wie Thaddäus gerade aus. Sieht ein bisschen wie Thaddäus aus. Sieht sich schon irgendwie ein bisschen ähnlich. Warte. Hast du immer noch Angst vor mir? Ja? So ziemlich. Alter. Ich hätte auch Angst, Bruder. Solltest du auch. Guck. Ähnlich. Die mit schwarzer Haare. Okay, nein, die ist schon viel hübscher. Das sieht schon hübsch aus. Die geben mir irgendwie ähnliche Vibes. Das ist sie. Immobilienmaklerin. Hä? Immobilienmaklerin. Hä? Hä? Okay, komm, wir sliden die DMs. Guckt und lernt von mir, okay? Was? Das ist der Riss. Ich zeig's euch noch mal. Seht ihr meinen Riss? Boah, zu stark. Das ist ja sehr angenehm. Nach 8 Minuten. Glaubt ihr, die Kamera hält 8 Minuten noch aus? Bestimmt gar keine Kopfschmerzen in so einer Beziehung. Ich bin voll die Liebevolle. Man darf nicht. Das glaube ich auch. Ich bin wirklich lieb, wirklich. Ich habe natürlich meine Regeln. Aber ich gesagt, so, du, meine Regeln. Aber die Regeln sind dann so bei, du darfst bei Bäcker keine Frauen angucken. Du sagst, Digga, deine Regeln. Willst du mir sagen, du sagst ihr deine Regeln und sie sagt, ja, du? Niemals, Bruder, das geht. Niemals. Ich denke, das gehört auch zu deinem Leben dazu, finde ich. Dürfte ich sie auch anfassen? Vielleicht umarmen, ja. Dürfte ich sie streicheln? Streicheln, genau, da hört das doch auf. Beim Streicheln hört auf? Finde ich schon, ja. Stell dir mal vor, ich Mann-Vibes. Ja, ich mag so. Sie ist schon gut. Sehr aggressiv auch. Können wir mal bitte Real Talk? Das ist mein Real Talk. Oh, ich gehe zu weit gerade. Ich gehe nur uns drei Schritte. So. Ja, das gibt mir so ein Gefühl, so, ich weiß nicht, komisch, wenn du keinen Bock hast, dass ich hier bin, dann verschwinde ich wieder. Oder Gold, Digga. Das ist diese Götze. Ja, wir sind die ganze Zeit Bestätigung. Ich meine das vollkommen ernst. Du bist hier so direkt so. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich bin sensibel. Ich bin wegen dir hergekommen. Du bist gar nicht sensibel. Natürlich bin ich. Ich strahle das halt anders aus. Ja, meinst du das ernst gerade oder ich bin verwirrt, Digga? Ja, ich schwöre. Ich mein das ernst. Das ist eine Gold, Digga. Ist auch richtig komisch. Egal, was ich tue, es wird falsch sein. Skippen, Bruder. Einfach skippen. Ihre Stimmung schwanken, ne? Nein, auf gar keinen Fall. Doch? Nein. Doch. Alles führt zu Kopfschmerzen. Ich kenne das schon. Ja, leider. So, gut, dann... Wenn jemand zu lange überlegt. Wie soll ich nicht? Ich überlege nur, wie ich das mache, ohne dass du mich abschichst danach. Hab ich's gesagt, besser? Aber ich kann nicht, ich hab Angst. Er meint das ernst? Ja, hoppe! Neue Dicks in NRW, neue Beleidigung. Ah, die kommen aus Hamburg. Ja, hoppe! Noch nie gehört. Panik. Okay, dann habe ich schon meine Antwort. Entschuldigung. Wie kannst du mit seinem Charakter alles kaputt machen? Okay. Alles Gute wünsche ich dir noch weiterhin für dein Leben. Guck, die weiß jetzt, die kann leider nicht in einem Lambo fahren. Die kann leider... Abstauben von seinem YouTube und seinem Pay-Coaching-Business-Money. Leider geht nicht. Deswegen ist sie jetzt so enttäuscht. Ja, aber die kommen aus Hamburg auf jeden Fall. Und der sagt, ja, hippie, ich weiß nicht, was das sein soll. Und in Frankfurt benutzt man das nicht. Aus NRW habe ich das auch noch nie gehört. In Berlin auch nicht. Deswegen muss es aus eurer Bubble in Hamburg kommen.
Bruder, das war eine Todesdrogen, Bruder. Heute Abend mit Kerzen haben wir das Black Magic. Ich dir auch. Jungs, Pfefferspray, später bitte. Ich kann doch einfach aufstehen und gehen, dann hast du deine Antwort. Und außerdem, du hast mir deine Antwort sowieso gegeben. Geh doch einfach. Warum geht die nicht? Die sagt schon die ganze Zeit, ich kann gehen. Ja. Oh, okay, komm. Okay. Wir lassen's. Oh, ich hasse Frauen. Wir lassen's, Bruder. Ihr wolltet dich doch gar nicht. Jetzt tut sie so, als hätte sie einen Kopf gegeben. Genau, die tut so, als hätte sie einen Kopf gegeben, aber geh einfach weg. So. Also sie ist ja sowieso nicht weit hin. War nett, wo sie den Kreis ab und so. Schmeißt ihr Dings weg. Wozu habt ihr mich hergerufen? Für so eine Scheiße oder was? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Hört mal hin. Ich hab euch gesagt, eine, die Lara aus Frankfurt, die keine Ahnung hat, die benimmt sich so, ich hatte recht von Anfang an und die ist ein bisschen Mann. Ganz komisch, aber oder ich nehme ein paar Sachen zurück, nicht, dass du mich abstechen kommst. Ich meine natürlich nicht alles alles Spaß. Also, ich habe hier mal was vorbereitet, weil ich möchte natürlich wissen, ob du auch meine Kategorie Gewichtsklasse handeln kannst. Ich finde die am sympathischsten bis jetzt. Ich finde die so sympathisch bis jetzt. Ihr habt bis jetzt noch nichts falsch gemacht. Die ist die sympathischste bis jetzt für mich. Kann alles handeln, was du willst. Dann bitte. Wie viel Kilo sind das? 15. Bank 15. Ich würde da 2-3 Dinger schaffen. Mehr nicht. Ich würde es schaffen schon, aber ich würde es jetzt nicht locker. Ich wiege 70. Ich würde es nicht locker schaffen, sag ich mal so. Mit einer Hand oder mit zwei? Na, Hauptsache, du kannst gut mit Fingern. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Ja. Was sagt die Band? Drückt mehr, sie oder er? Sie oder sie drückt mehr. Ach so, so schaffe ich auch, glaube ich. Oder? Ja. Nicht, dass du einen Bandscheibenvorfall kriegst, ne? Das ist krass, da steht zwar 15 drauf, aber es ist 50. Ne? Okay, pass auf. Wie viele? Eineinhalb? Oder? Wie viel du schaffst. Okay, warte. Ich weiß gerade nicht, ob er so tut. Ich kann es gerade nicht selber einschätzen, ich war lange nicht mehr im Gym. Was? Wir machen Armdrücken. Das ist echt Armdrücken. Ja. Oh shit. Ich würde mich gar nicht trauen. Ich glaube, ich hätte verloren. Ich würde mich gar nicht trauen. Ich würde es nicht machen. Ich hätte Angst zu verlieren. Wirklich, ehrlich. Weil reden von der Physik her, was Wifey wäre, die wäre jetzt ein Wifey-Multiple, wenn die extra verlieren würde. Wenn sie merkt, okay, sie wird stark und so, und die verliert dann extra. Nur hier öffentlich, offline, also eine privat kann die natürlich immer hochnehmen. Aber jetzt ist es für mich Wifey-Multiple. Wenn beide wissen, wer wirklich gewinnt, also sie, aber sie dann extra macht, dann Wifey-Multiple. Gerne, wenn du möchtest. Okay. 3, 2, 1. Oh mein Gott. Komm, dein Coping! Oh, ich lass dich gewinnen, Mann. Oh! Das ist wirklich cool. Na, du? Ja, weiß ich nicht. Sag du bist der Mann. Dann muss ich Ansagen machen. Ja, klar. Ich steh auf Dominanz. Oh. Oh, shit. Aber er ist nicht dominant. Er ist nicht dominant. Da bist du an der falschen Stelle. Ja, er ist nicht dominant. Kein Problem, Simon. Auf die Knie. Oh, hey, was ist jetzt los? Leck mein Schuh. Das reicht. Los, ist ein Abbruch. Echt, ein Abbruch? Nein, nicht mit dir. Ich meine mit dem Dreh, damit wir das auch echt machen können. Vorhin hast du dich ja nicht getraut. Ich traue mich immer noch nicht. Weil hier so 8 Millionen Kameras. Sowas mache ich allgemein nicht. Ach so, also die Fans wäre auch nichts für dich. Machst du Onlyfans? Nee. Schade. Hast bestimmt 2 Abonnenten so. Und jetzt? Einfach küssen, scheiß drauf. Ja, dann du musst den ersten Schritt machen. Auf Ernst? Nee, du hast nicht vom Rekord. Niemals. Ich glaub nicht. Oh shit. Diese Jacken zu mir. Ganz wirr hier. Kein Problem, kannst auch Dirty Talk sprechen. Ja? Magst du das? Ja. Da kannst du dreckige. Ja. Magst du das so? Ja, genau. Nee, ich muss dich leider, glaube ich, nexten. Aber aus einem guten Grund. Na? Du willst eine F+. Ja. Okay. Ja. Aber Instagram weißt du, wie ich da heiße, deswegen. Das kannst du mal schreiben, ich weiß dann. Ach so, also. Mach ich noch mein Next, wenn das nochmal reingehauen ist, so. Gib mir wenigstens einen Umarmung, ich war korrekt. Ja, ich würde auch. Stell das zusammen. Verstehst du? Ich bin sexy, hexy, hi, Shanuki. Jetzt ist die Einzige, die noch gewinnen kann, ja? Die hat dann gewonnen. Reißen? Möchtest. Magst du Rot? Sexy, wenn sie das jetzt sexy in den Mund packen. Mach langsam. Achso. Warte, ich häng das meine Erzieherin. Ich hätte ihn sogar jetzt. Guck. Naja, ich muss ja auch einen haben. Aber Sally magst du anscheinend erfahren, Bruder. Der hat die Schnauze voll von links, rechts, von Aktivitäten.
Nein. Ach, nein, das wollte ich ja noch nicht. Ich finde die auch richtig cool. Die ist auch cool. Den hast du schon angeleckt. Ja, aber ist doch gut, dann kommen wir schon mal ein bisschen näher. Nee, erst später. Die ist teuer. Später. Wir kennen ihren Wert, die liegt so sehr lange. Ey, die Oma ist richtig cool. Hier. Wir können hier feiern gehen und so. Ich höre dir, Hardcore-Party. Ja, die ist Hardcore. Der Ortsgefühl. Wenn die eine Lehrerin wäre, dann wäre die diese Lehrerin, die mit den Schülern Klassenfahrt letzter Tag feiern gehen würde. So ein Vibe gibt mir. Ich finde die cool. Ich finde die cool. Die und die anderen Blonde sind cool. Das spielt ja keine Rolle, ne? Nee, ich glaube, wir haben eh nur so 5-6 Jahre Unterschied. Ja, genau. Sie hat doch so eine Stimme. Richtig Volumen. Wenn sie mir ein Buch vorliest und so, ich hätte mich da so reingelegt. Ich bin 25 und du? 7. Cool. Naja, du wolltest ja mit mir eigentlich segeln, ne? Ist auf eine Rolex am Arm. Der hat echt eine Rolex, Digga. Oh, mein Gott. Hat so eine Rolex am Arm, der läuft so, bam, ballert sich die Rolex. Alter! Oder sein Pass hat der, Deutsche Pass. Verrückte Frauen hat er auch, Digga. Aber Bruder, der braucht Cash von deinem. Ah! Du bist ein Schlau, Digga. Sugar Mami, Digga. Sugar Omi. Mit dir geht der kurz viral. Aber ich bin kein Bootfahrer. Das hasse ich total. Was bist du denn? Außer geil. Du nimmst dir die Züge in die Hand. Nee, das möchte ich eigentlich gar nicht immer. Immer nur so, je nachdem. Kommt immer drauf an. Mhm. Um die Ecken, genau. Gehst du gerne in Restaurants? Du? Ja. Ich auch. Magst du Steak? Isst du Fleisch? Nur Kaviar. Lieber Gemüse. Echt? Ist gesünder. Ich muss schließlich auf meine Figur achten, ne? Nachher sagst du, die Dicke, nee, die will ich nicht haben. Oh, shit. Er hat indirekt auf die andere geschossen. Ja, sie hat indirekt auf die andere geschossen. Wouldn't let that slide. Da würde schon ein Schwinger schieben. Ein Ding von unten. Nächsten griffig, ne? Cool, ne? I love it. Du hast jetzt schon sehr viel durchgespielt. Jetzt kriegst du die halbe Hose, oder wie? Ich kann auch andere Sachen knallen hier. Einfach nur. Auch. Aber Bruder, man muss sagen, Simon hat heute alles dabei, ne? Multikulti, sehr spannend. Das war wirklich Remix. Multi-AG, Bruder. Warum lachen wir gemeinsam? Das ist echt, warte mal, bei den anderen war ein bisschen angespannt. Hier ist smooth. Die sollen alle positiv denken. Ich denke immer positiv. Immer positiv denken. Auf der schlechtesten Situation macht ihr das Beste. Wenn es euch schlecht geht, denkt immer an das Positive ab. Selbst in den traurigsten Moment, am traurigsten Tag. Am schlechtesten Tag, in der schlechtesten Minute und Sekunde, die du hast, ist eine positive Sache. Häng dich an der fest und zieh dich wieder rauf. Entut, Zitat Ende. Du auf die Schnauze fällst oder nicht? Ja, okay. Ich liebe dich. Endlich liebt mich einer. Schütti cool, schütti cool. Danke. Du auch. Da würde ich sagen, machen wir mal einen Flex! Flex! Yeah. Yeah. Küssen wir es jetzt? Achso. Ich stink so auf die Schwarzhaarige. Sie sah von den einen am besten aus, aber ihr Charakter war Müll. Yeah. Die sah nicht am besten aus, ihr Charakter war Müll. Sehr stabilen Fuß. Darf ich dich rausgeleiten? Ach, du, das ist falsch. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Die Liebe liegt in der Luft. Und am Ende zeigt sich mal wieder, Liebe ist wie ein Furz. Wenn du ihn erzwingst, ist es wahrscheinlich scheiße. Ja, das war echt spannend. Yes. Okay, schönen Abend. Oh. Cool. Coole Frau. Cooles Ende. Cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, ein Kommentar und folgt mir gerne auf meinem Insta. Dort werde ich euch auf dem Laufenden halten. Da werde ich auf dem Laufenden halten. Da erfährt ihr, wann ich streame, wann ich nicht streame. Gerne reinfolgen. Ja, hier Führerschein kacke geht. Check meine Story nochmal selber ab. Und natürlich folgt mir auch auf YouTube. Dort stecke ich mein meistes Herz und Blut rein. Ihr habt hier geile Videos, geile Vlogs, alles Mögliche ist hier auf dem Kanal.
Das nächste Video könnt ihr euch gerne anschauen. Und bald kommt ein Loco Chicken Video und ein Nine Sky Video. Und ich werde mir demnächst ein Auto holen. Das werde ich auch auf meinem Kanal vloggen. Also haut ihr rein und wir sehen uns beim nächsten Stream.